Viel Energie braucht ihr, nicht nur, wenn ihr zum Markt geht, sondern auch fürs nächste Thema, denn jetzt heißt es erstmal volle Konzentration für ein Thema, was auf keiner Bullshit-Bingo-Karte fehlen darf aktuell. Das ist die Datenschutzgrundverordnung. Und wir haben heute den Experten für euch. Vicky ist da. Er wird euch ein bisschen Bewusstsein dafür schaffen und dafür sorgen, dass ihr beim nächsten Bullshit-Bingo auf jeden Fall als Sieger hervorgeht. Bitte, Vicky. Danke sehr. Ja, ich bin der Vicky Schadder, Inhaber der Kanzlei Schadderlau und erzähle euch heute etwas zu der DSGVO, nämlich die Pflichten der Verantwortlichen. Die DSGVO wird ja schon seit Monaten durch alle sozialen Medien und Social Networks wie die wilde Sau durchs Dorf geschrieben. Gerade die beratende Industrie und Datenschutzbeauftragte halten immer die 20 Millionen in die Höhe und sagen, oh, 20 Millionen oder 4% des weltweiten Jahresumsatzes und möchten so natürlich Kunden generieren. Leider vergessen die Leute aber immer zu erzählen, es gibt so etwas wie den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, aber auch genannt Übermaßverbot. Das heißt, man muss sich gar nicht vor der Datenschutzbehörde eigentlich so sehr in Acht nehmen, denn die wird auf jeden Fall vielleicht ein bisschen mehr an Strafen verhängen oder höhere, aber sie wird nicht sofort zu 20 Millionen greifen oder zum 4%igen Jahresumsatz des Konzerns. Ich würde sagen, der ist eher vorbehalten für die großen, ganz großen Konzerne, Apple, Facebook, Google etc. pp. Viel wichtiger, und da würde ich euch jetzt mal darauf bitten zuzuhören, ist, dass... Viel wichtiger ist jetzt eigentlich, dass sie schon die Abmahnindustrie schon die Hände reibt. Ich nenne sie auch ganz liebevoll die dunkle Seite der Macht. Insofern wäre es mein Tipp, wenn ihr es nicht schafft, bis zum Geltungstag vom 25.05.2018 eure Homepages, also das Fenster zur Welt, sicher zu machen. Seht zu, dass ihr möglichst alles ausschaltet, was Daten sammelt, Google Analytics, Cookies etc. pp. Macht meinetwegen ein Bildchen hin und sagt, diese Seite ist derzeit im Umbau. Hauptsache, ihr werdet nicht bei den ersten Überrollen mitgenommen, seid keine Low Fruits. Na gut, so viel zum Einstieg. Kurz zu meiner Person. Ich habe in Mainz studiert und in Wiesbaden, Frankfurt und Los Angeles in der Medienkanzlei mein Referendariat gemacht. Ich bin verheiratet, habe eine 6-wöchige Tochter und befinde mich derzeit in Elternzeit. Ja, und meine Tochter wollte natürlich gestern Nacht und heute den ganzen Tag mit mir spielen. Insofern bin ich ein bisschen kaputt innerlich, aber Gott sei Dank hilft das Licht, mir wach zu bleiben. Ja, ich berate sowie mache Vertragsarbeiten für Unternehmen und Startups, insbesondere aus dem Tech- und Medienbereich. Dazu gehört es dann halt wöchentlich, dass man mit Legal-Abteilungen der Großkonzerne zu tun hat, weil gerade auch ganz kleine Softwareentwickler ganz interessant sind für die großen Konzerne mit ihren Lösungen. Ja, und dabei berate ich halt im Gesellschaftsrecht, Wettbewerbsrecht, Urheber- und Lizenzrecht, IT-Recht und Datenschutzrecht. Ja, und Datenschutzrecht, darum geht es auch heute. Und da habe ich noch eine kleine Bitte vom Veranstalter vom Google Cloud Frühstück in Wiesbaden, das ist der Paul Herwert. Da halte ich nämlich am Donnerstag meinen nächsten Vortrag zu Google Cloud und die DSGVO. Also wer sich mit G Suite beschäftigt, wer sich mit Google beschäftigt, ist am Donnerstag gerne eingeladen um 9 Uhr bei Seibert Media in Wiesbaden zum Google Cloud Frühstück. So, und das ist unser kleines Programm. Es ist ziemlich viel und ich kann euch sagen, ich kann überall nur die Oberfläche abkratzen, denn die DSGVO ist ziemlich tiefgreifend. Wir könnten uns über jeden dieser einzelnen Punkte wirklich einen ganzen Abend bei 2 netten Bier unterhalten. Heute geht es einfach darum, dass ihr einen kleinen Überblick bekommt. Ich werde also kurz was zu der Anwendbarkeit sagen, zu den Grundsätzen für die Datenverarbeitung und dann natürlich halt zu dem Hauptthema, die Pflichten des Verantwortlichen. Bevor wir dann halt zu der Auftragsverarbeitung und zu den Grundsätzen für die Übermittlung von Daten in Drittstaaten kommen, sowie zu den Sanktionen. Ja, also die Anwendbarkeit des Datenschutzrechts. Man hat erstmal grundsätzlich nur was damit zu tun, wenn man als in Europa wirtschaftender, und das ist halt die entscheidende Neuerung beim DSGVO, es zählt nicht mehr das Prinzip des Sitzes, sondern es gilt das Marktortprinzip. Das heißt, man wollte jetzt auch Google, Apple, Facebook und Co. mit ins Boot holen, sodass jetzt
ab dem 25. Mai gelten wird, wer in Europa wirtschaftet, der hat sich an Datenschutzgesetze zu halten, und zwar dann, wenn er die Verarbeitung von personenbezogenen Daten vornimmt. Und für die Personenbezogenheit reicht es schon aus, wenn die Person zumindest identifizierbar ist. Das heißt, ich brauche jetzt nicht zwangsläufig den Namen, aber wenn ich schon mit Hilfe von der IP-Adresse und verschiedensten Cookies schon mir ein Bild über ihn mache und es nur noch ein kleines Momentum braucht, dann reicht es schon dafür aus, dass die DSGVO anwendbar ist. Jedenfalls aber dann, wenn man mit Personenstammdaten arbeitet, wie Name, Geburtstag, Kontaktdaten etc. pp. Im Vorfeld wurde ich vom Jürgen gefragt, wie es denn jetzt ist mit Bildern und Videos. Ich musste ganz ehrlich gestehen, das war das erste Mal, dass ich von jemandem diesbezüglich gefragt wurde. Ich habe dann mal schnell in meiner Fachliteratur mal ein bisschen recherchiert. Und die herrschende Meinung in dem Bereich ist, dass sich der Gesetzgeber zwar noch nicht dazu geäußert hat, also wie es zum Beispiel jetzt mit dem Künstlerurhebergesetz weitergehen wird, aber die Literatur nimmt an, dass die altbekannten Ausnahmen aus dem Bereich der Meinungsfreiheit, der Informationsfreiheit, der Versammlungsfreiheit etc. pp. Weiterhin gelten werden. Das heißt, wenn ich zu Versammlungen gehe, zu öffentlichen Veranstaltungen gehe oder zu Aufzügen gehe, brauche ich mich nicht wundern, wenn ich wie heute gefilmt werde oder fotografiert werde. Eine Ausnahme befürchtet die Literatur allenfalls dann, wenn ich als Fotograf hier oben stehe und jemanden besonders halt anvisiere. Das könnte etwas kritisch werden. Ansonsten, soweit ich bei irgendwelchen öffentlichen Veranstaltungen bin, muss ich nach wie vor damit rechnen, dass ich auf Bildern erscheine und halt auch auf Videos, die womöglich bei Facebook und YouTube und Co. Gehostet werden. Ja, das sind mal die großen Prinzipien der DSGVO. Die DSGVO behält weiterhin den Grundsatz bei, keine Verarbeitung ohne einen bestimmten Erlaubnisgrund. Wichtig ist auch die Zweckbindung. Das heißt, ich muss meinen Zweck angeben und die Verarbeitung darf nur zu dem Zweck erfolgen. Weiterhin ist es der DSGVO wichtig, dass Daten vermieden werden, Datensammlung vermieden wird und dass überhaupt Datensparsamkeit gelebt wird. Und dann natürlich Datensicherheit. Das heißt, es soll keine Lecks geben, keine Leaks geben, es soll zu keinen Datenpannen kommen. Das kann man sich so als groben Hintergrund merken. An sich muss man sagen, die DSGVO bringt gar nicht so viel Neues, wie überall erzählt wird, gerade in Deutschland. Denn wenn man sich die einmal anschaut und das alte Bundesdatenschutzgesetz anschaut, merkt man, dass vieles kopiert wurde und einiges halt ein bisschen weiter verfeinert wurde. Also ich würde sagen, eine Art Fortentwicklung gemacht wurde. Aber für Deutschland ist es nicht unbedingt etwas völlig Neues, sondern es sind nur ein paar Nuancen zu beachten. Und über die werden wir uns unterhalten. Ups. Genau. Also Grundsätze, grundsätzlich Verbot der Datenverarbeitung, es sei denn, der Betroffene ist informiert und ich teile Ihnen unter anderem den Zweck mit, warum ich die Daten verarbeite. Und dann bräuchte ich eigentlich seine Einwilligung oder aber ich brauche seine Daten, um einen Vertrag zu begründen, durchzuführen, zu beenden. Oder, falls das beides nicht vorliegt, bei Vorliegen eines sogenannten berechtigten Interesses. Das heißt, dann wird mein berechtigtes Interesse, ich will vielleicht ein Geschäft machen, ich möchte erfolgreich werden, mit dem Interesse des Gegenübers, dem Betroffenen, abgewogen. Und das ist dann immer eine Einzelfallabwägung. Das heißt, es muss dann immer gesehen werden, wie viel Daten sammle ich zu welchem Zweck. Und das wird halt, wenn man sich darauf verlassen möchte, kann es halt unter Umständen zu einem Gerichtsverfahren kommen, wo dann das Ganze geklärt wird, ob hier ein berechtigtes Interesse seitens des Verarbeiters vorliegt oder nicht. Und daneben natürlich die Datensparsamkeit, Speicherbegrenzung und was auch sehr viel genannt wird, ist die Rechenschaftspflicht des Verantwortlichen. Das heißt, er ist jetzt in der Pflicht zu dokumentieren, er ist in der Pflicht Nachweise zu führen, dass es, falls es zu einem Anspruchsbegehren kommt, dass er genug Beweise hat, am besten alles schriftlich. Dann kommen wir als nächstes zu den Pflichten des Verantwortlichen und schauen uns mal im Überblick an, was er da alles zu machen hat. Natürlich hat der Verantwortliche die Betroffenenrechte zuallererst zu beachten. Daneben muss seine Datenverarbeitung rechtmäßig sein. Er ist durch die DSGVO, wie aber auch schon nach dem alten Recht, verpflichtet, technische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, um das Datenschutzrecht zu gewährleisten. Neu und explizit nennt halt die DSGVO auch noch die Grundsätze Data Protection by Design in Default. Das heißt, es richtet sich eigentlich vornehmlich an die Entwickler. An die appelliert die DSGVO, bitte entwickelt eure Software, macht eure Homepages so, dass die grundsätzlich nicht so datenhungrig sind. Und als nächstes, das, was erforderlich ist, lasst das bitte
oder das, was ihr gerne hättet, was noch im Rahmen des zweckmäßigen Erforderlichen ist, lasst den Betroffenen entscheiden, was er davon alles anklicken möchte. Also klickt nicht schon alles komplett vorher an und er muss sich durchwühlen und alles ausklicken, sondern der soll eigentlich die Freiheit haben zu sagen, ach, Google Analytics mag ich, mache ich an, aber hier, was ist das, FAZ mag ich nicht, will ich nicht. Das sollte man beobachten, ja. Und ja, gegebenenfalls muss man dann halt auch als Verarbeiter ein sogenanntes Verarbeitungsverzeichnis führen, beziehungsweise ganz neu hier die Datenschutzfolgenabschätzung. Das ist dann der Fall, wenn meine Verarbeitung besondere Risiken enthält, Profiling, neue Technologien, wenn ich irgendwas Neues entwerfe, was wie Facebook Daten sammelt ohne Ende. Dann kann es notwendig sein, dass ich, bevor ich so etwas entwerfe, eine Datenschutzfolgenabschätzung machen muss, in der im Prinzip ich das Risiko analysiere und die Auswirkungen auf den Betroffenen im Falle eines Datenleaks, und das muss ich gegebenenfalls vorab auch mit der Datenschutzbehörde abstimmen, und die muss, gerade wenn es ein hohes Risiko für die Rechte der Betroffenen ist, muss die, bevor ihr diese Anwendung zur Geltung bringt, muss die ihr okay geben. Und ja, gegebenenfalls, da hat sich nicht viel geändert, muss man einen Datenschutzbeauftragten bestellen und die DSGVO führt Meldung von Datenschutzverletzungen an, also eine Pflicht, die man innerhalb von 72 Stunden erfüllen muss, wenn man merkt, dass eine Datenpanne passiert ist. Dann kommen wir mal zu den beachtenden Rechten der Betroffenen. Da hat sich im Prinzip nicht viel geändert. Ganz wichtig ist das Informationsrecht. Und da muss man beachten, dass das Informationsrecht jetzt im Gegensatz zu dem alten Recht ein bisschen ausführlicher geworden ist. Das heißt, man muss den Einzelnen weitgehender aufklären, als es vorher der Fall war, sodass jetzt eigentlich eine Aktualisierung von früheren Einwilligungen eingeholt werden muss, die auf einer nicht ausreichenden Information beruhten. Daneben muss man das Recht auf Löschung des Betroffenen beachten, Einschränkung der Datenverarbeitung kann er verlangen, neu auch Datenportabilität, das heißt, ich bin bei Facebook, habe da meine Daten hinterlegt und dann kann ich jetzt ab 25.05. zu Facebook sagen, hey, ich möchte jetzt aber ganz gerne mal zu Google Plus, kannst du mir bitte all meine Daten bereitstellen, und nett wäre es auch, wenn du dir meine Daten direkt zu Google Plus rüberschiebst. Dieses Recht räumt mir die DSGVO ein, und dann natürlich weiterhin, wie schon gehabt, Recht auf Berichtigung und Auskunft. Wir werden uns im Einzelnen das Informationsrecht anschauen, das Recht auf Löschung und Datenportabilität. Das Informationsrecht, da sagt die DSGVO, die Information muss transparent sein, sie muss präzise sein, sie muss verständlich sein, leicht zugänglich in einer einfachen und klaren Sprache, dass nicht nur Juristen das verstehen oder Tech-Leute das verstehen, sondern auch die Analyse aus Hüttenrode. Wichtig ist auch, dass die Information zum Zeitpunkt der Erhebung passiert. Das heißt, in dem Moment, wo ich Daten erhebe, indem ich Cookies setze oder IP-Adressen sammle, muss ich denjenigen halt auch um die Erlaubnis bitten, sofern ich das Ganze nicht abdecken kann mit einem berechtigten Interesse oder weil ich gerade mit ihm einen Vertrag abschließe, weil er mir in der Maske eingibt, ich heiße so und so, der und so, habe bei Amazon das und das bestellt. Das heißt, da muss das dann halt unmittelbar passieren. Die DSGVO sagt aber nichts zur Form. Ich empfehle grundsätzlich die Textform, das ist immer besser später für die Nachweispflichten. Und die Information muss jetzt auch, oder hat auch vorher schon die Pflicht gehabt, Informationen über den Verantwortlichen bereitzuhalten, wie Identität, Kontaktdaten, Nennung der Zwecke, insbesondere der Erlaubnisgründe, die man jetzt hervorbringt, ob es ein berechtigtes Interesse ist oder ob man das Ganze auf eine Einwilligung stützen möchte. Und dann gegebenenfalls, wenn man Datenbeauftragten hat, muss man auch dessen Daten nennen, und den Datenschutzbeauftragten muss man auch gegenüber der Aufsichtsbehörde melden. Gegebenenfalls, falls ich die Daten weitergebe, halt auch noch einen Empfänger, und wenn ich halt auch noch weiß, dass ich Google Cloud oder sonstige Dienste aus Übersee verwende, dann auch noch meine Absicht schon bereithalten, dass ich die Daten auch noch vorhabe, ins Ausland zu geben. Und dann natürlich die Hinweise auf die betroffenen Rechte, die ich vorher schon erwähnt habe. Beim Recht auf Löschung. Der Betroffene hat das Recht auf Löschung. Dem müsst ihr auch sofort nachkommen, wenn er zum Beispiel nur eine Einwilligung gegeben hat und er die Einwilligung widerruft. Anders ist es zum Beispiel, wenn ihr mit ihm einen Vertrag geschlossen habt und der Vertrag noch läuft. Dann kann er nicht sofort die Datenlöschung verlangen, da ihr den Vertrag womöglich noch ausführt und auch noch für die Beendigung die Daten braucht. Und insofern wäre das ein Ausnahmegrund. Und die DSGVO kennt auch
Weitere Ausnahmen, halt auch rechtliche Pflichten wie aus dem HGB oder aus der Abgabenordnung, da heißt es, Geschäftspapiere und Rechnungen müssen bis zu 10 Jahre aufgehoben werden. Das heißt, die Daten kann ich weiterhin bei mir behalten. Ich darf sie dann halt nur nicht mehr verwenden, außer zu den Rechnungszwecken. Erforderlich sein wird dann ein Löschverfahren. Die DSGVO verlangt keine Fristen und in der Literatur heißt es auch, man kann nicht zumuten, dass gerade bei großen Konzernen jeder Löschantrag sofort bearbeitet wird, sondern Großkonzerne wie zum Beispiel Google, die sehen 190 Tage als Bearbeitungsfrist vor, sodass sie quasi ganz viele Löschanträge sammeln können und dann mit einem Schwupps immer nach 190 Tagen die Datensätze löschen. Jedenfalls sollte man irgendeinen zeitlichen Rahmen festlegen, innerhalb derer man die Daten sammelt und dann löscht und dies am besten, falls mal verpflichtet ist, ein Verfahrensverzeichnis zu führen, dies dort auch zu nennen. Dann hatte ich ja schon bereits erwähnt, das Recht auf Datenportabilität bzw. Datenübertragung. Dies betrifft alle von mir als Betroffenen bereitgestellten Daten an Google, Facebook, whatever. Und die DSGVO verlangt, dass die Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format mir zur Verfügung gestellt werden. Und wenn es technisch irgendwie möglich ist, dass der jetzige Verantwortliche meine Daten direkt zum neuen Verantwortlichen rüberschiebt. Das Recht habe ich gegebenenfalls, wenn das technisch möglich ist. Jedenfalls muss er mir die Daten irgendwie strukturiert und in gängiger Form lesbar zur Verfügung stellen, per Download etc. pp. Dann wieso geht's zurück? Genau. Ah, okay, sorry. Dann kommen wir zu den Erlaubnisgründen der Datenverarbeitung. Da kennt die DSGVO insbesondere die Einwilligung oder aber auch den Grund für die Erforderlichkeit für Vertragsbegründung, Durchführung, Beendigung. Daneben kennt sie noch ein paar weitere, die nicht so wichtig sind, wie etwa die Erforderlichkeit für die Erfüllung rechtlicher Pflichten, Erforderlichkeit zum Schutz lebenswichtiger Interessen oder Wahrnehmung öffentlicher Interessen oder öffentlicher Gewalt. Das wird bei den meisten nicht zutreffen. Also für die meisten Wirtschaftenden ist wichtig die Einwilligung und die erforderlichen Daten für die Verträge sowie auch eventuell als Auffangtatbestand, also gesehen als Netz, das berechtigte Interesse. Und wir schauen uns jetzt insbesondere die Einwilligung an. An der Einwilligung gibt es auch ein paar Anforderungen, die man erfüllen muss. Und zwar muss der Einwilligungstext unmissverständlich sein und die Einwilligung kann halt auch nicht im Vorbeigehen passieren, irgendwie durch Stillschweigen oder Unterlassen oder vorausgewählte Kästchen, sondern derjenige muss explizit seine Einwilligung erklären, am besten vielleicht mit Einhaken in ein Kästchen und dann auf OK. Was nicht geht, sind halt vorausgewählte Kästchen und ihm keine Möglichkeit zu lassen. Der Einwilligungstext muss auch etwas optisch hervorgehoben sein, sprich, ich habe hier einen Aufklärungstext und da kommt ein hervorgehobener Balken, Einwilligung, ich willige ein, dass meine Daten und dann den Text, den man oben etwa ein bisschen ausführlicher umrissen hat, dort nochmal nennen, bei Google, in der Stadt, bei dem Server gespeichert werden, bei Google, mit Google besteht der und der Auftragsdatenverarbeitungsvertrag und außerdem ist Google unter dem Privacy Shield etc. pp. Gelistet. Solche Informationen müssen in der Einwilligung stehen. Natürlich, wie ich zuvor erwähnt, halt in informierter Weise. Vor der Einwilligung muss die Information erfolgen. Neu ist auch in Deutschland, beziehungsweise unter der DSGVO, dass man jetzt die Einwilligung auch von Kindern einholen kann. Und zwar ab 16 Jahren. Das Gesetz sieht eine Öffnungsklausel für 13 Jahre vor. Der deutsche Gesetzgeber hat davon keinen Gebrauch gemacht. Problematisch wird sein, wie kann man beweisen, dass derjenige 16 war. Beziehungsweise, wenn er unter 16 ist, müssen die Eltern die Einwilligung erteilen. Nur wie stellt man dann sicher, dass nicht das Kind die Einwilligung der Eltern erteilt hat. Das heißt, hier wird es zu Beweisproblematiken kommen. Und die Praxis wird erst zeigen müssen, wie man von Kindern überhaupt Einwilligung einholt. WhatsApp ist dazu übergegangen und hat einfach in seine Erklärung geschrieben, unter 16-Jährige dürfen WhatsApp nicht mehr benutzen. Natürlich wissen wir, dass sich jeder dran halten wird. Und dann verlangt die DSGVO ein Trennungs- und Transparenzprinzip. Das heißt, ich darf nicht meine Informationen und meinen Einwilligungstext irgendwo in die AGB verstecken, möglichst kleingedruckt, sondern es muss ganz klar Trennung stattfinden von Impressum, von AGB, am besten mit einem kleinen eigenen Button, Hyperlink zum Draufklicken und insbesondere Hervorhebung des Einwilligungstextes.
wichtig ist, und hat sich die Vereinigung der Datenschutzbehörden letztens zugeäußert, soweit ich jetzt Tracking betreiben möchte oder aber Profilerstellung von Nutzern machen möchte, ist mittlerweile die Einwilligung grundsätzlich erforderlich. Sprich, wenn ich Google Analytics einsetzen möchte, kann ich nicht sagen, ich habe ein berechtigtes Interesse zu wissen, woher du kommst, was du auf meiner Seite machst und wie du weitergehst, sondern ich muss grundsätzlich, bevor ich solche Profilerstellungen oder Tracking mache, brauche ich die Einwilligung. Da sollte man darauf achten, nicht, dass man da im Prinzip sowohl in die Sicht der Datenschutzbehörden wie halt auch der Abmahnanwälte kommt. Auch hier die Einwilligung grundsätzlich formfrei. Ich würde auch hier Textform empfehlen. Die Einwilligung muss in freiwilliger Weise erfolgen, also haltet keinen irgendwie einen Knüppel an Ohr. Und möglichst halt auch ohne Kopplungsverbot, sagt die DSGVO. Kopplungsverbot bedeutet, ich darf jetzt nicht sagen, du erteilst mir seine Einigung, sonst schließe ich nicht mit dir den Vertrag ab. Die Literatur sagt aber trotzdem, das kann eigentlich nur gelten, wenn man einem Monopolisten gegenübersteht. Habe ich aber auf dem Markt weitere Anbieter, dann steht dem Betroffenen ja frei, ob er dann mit mir überhaupt den Vertrag eingehen möchte oder aber lieber zu einem anderen Dritten geht. Insofern ist nach der überwiegenden Meinung in der Literatur derzeit, die Praxis wird es noch zeigen müssen, die Meinung vorherrschen, dass man schon Kopplungen vornehmen darf, sofern es nicht ein Monopolist ist. Die DSGVO hätte auch ganz gerne gesonderte Einwilligung für jedes für die verschiedenen Verarbeitungen, sprich, es möchte nicht einen 30-seitigen Erklärungstext und dann unten, ich willige in alles ein, sondern eigentlich hätte es ganz gerne, dass jede Datenverarbeitung erklärt wird und dann ein Einwilligungstext kommt, dann die nächste Verarbeitung und der neue Einwilligungstext, dass der wirklich selektiv auswählen kann, was er möchte und was er nicht möchte. Und ja, natürlich muss man denjenigen auf den jederzeitigen Widerruf hinweisen und man hat natürlich die Nachweispflicht, das heißt, man muss, falls es dazu kommt, nachweisen, welche Einwilligung man geholt hat und wie der Informationstext gehießen hat. Das heißt, ich muss den Informationstext sowie den Einwilligungstext irgendwie mit einer Logdatei speichern, dass, falls es dann mal zu einem Streit kommt, man sagen kann, hey, am 25.05.2018 hat er zu diesem Informationstext diese Einwilligung erteilt, hier ist mein Beweis, denn wenn man jetzt irgendwelche dynamischen Verweisungen macht, Sie haben meine AGB und meine Datenschutzerklärung gelesen und erklären sich damit einverstanden, habe ich am Ende keinen Nachweis darüber, was in den Datenschutzerklärungen stand und ihr könnt sagen, hey, da stehen 15 Punkte drin, als ich die gelesen habe, standen nur 3 Punkte drin, ich habe zu den 3 zugestimmt, aber nicht zu den 15. Insofern bietet es sich an, dass möglichst, falls ihr es hinkriegt oder mit Hilfe eurer Webmaster, möglichst die Informationen und Einwilligung zusammenhängen. Super, nächster Punkt. Technische Pflichten. Die DSGVO führt auch technische Pflichten an. Wir hatten schon bereits erwähnt, die Data Protection by Design und Data Protection by Default. Was damit gemeint ist, halt Datenschutz durch Technik und Voreinstellungen. Ich muss halt schon, während ich ein Programm, eine Homepage etc. erstelle, muss ich schon auf Datensparsamkeit und Datenvermeidung achten. Das heißt, für die Entwickler und auch für die Auftraggeber, die werden jetzt auch darauf achten, dass das, was ihr für sie entwickelt, möglichst keine versteckten Daten sammelt. Ihr könnt im Prinzip nur gewinnen, wenn ihr DSGVO-konforme Software, Homepages etc. pp. Entwerft. Und wie gesagt, Voreinstellung bedeutet halt auch keine vorausgewählten Kästchen oder optische Hervorhebung von Nachteilen. Das war bei Google ganz eine Zeit lang so, dass die in einem grün hinterlegten Balken die Nachteile geschrieben haben und in einem grauen Bereich im Prinzip das, was dann nicht mehr gemacht wird. Das müsste eigentlich genau andersrum sein oder beziehungsweise beides müsste in gleichen Farben sein. Das heißt, man muss halt irgendwie schauen, dass man keine vorausgewählten Kästchen macht oder irgendwelche optischen Hervorhebungen der Nachteile. Und dann ist natürlich jeder Verantwortliche dazu verpflichtet, technische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, die den Datenschutz gewährleisten müssen. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, vom Risiko, den ich meine Betroffenen aussetze. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie nur einen Namen habe, womöglich nur einen Geschäftskontakt, dann sind meine Pflichten geringer, als wenn ich in der Apotheke bin oder in der Arztpraxis bin. In Abhängigkeit also zu meinem Risiko gegenüber den Betroffenen und dann im Verhältnis zu den Kosten muss ich halt zusehen, dass ich sowohl organisatorische Maßnahmen mache, wie zum Beispiel, dass nur bestimmte ein ausgewählter Kreis an Mitarbeitern Zugang hat zu den Daten, dass ich abgesicherte Türen, Schränke habe, dass ich passwortgeschützte Anwendungen habe, dass ich Schutzsoftware einsetze. Im Prinzip alles, was im Technik und der aktuelle Stand der Raum- und Haussicherheit hergibt.
je nachdem in Abhängigkeit halt, wie stark die Rechte des Betroffenen beeinflusst werden in Ansehnung der Kosten. Und gegebenenfalls weitere erforderliche Pflichten, das, was ich bisher erzählt habe, sollte möglichst jeder umsetzen oder beachten. Jetzt kommen ein paar weitere Pflichten, die man je nach Situation beachten muss. Und zwar ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeit. Da sagt die DSGVO, dieses ist grundsätzlich erst zu erstellen, wenn man 250 Mitarbeiter hat. Da sind viele meiner Mandanten falsche Informationen ausgesetzt und kommen schon in Scharen zu mir und sagen so, oh, wie mache ich das jetzt und wie mache ich das jetzt? Und mache ich so, hey, hast du 250 Mitarbeiter? Nee, okay. Und wie ist es, machst du regelmäßige Datenverarbeitung oder passiert das nebenbei und dein Kerngeschäft ist Fotografieren und oder dein Kerngeschäft ist, dass du Sachen verkaufst, Brötchen verkaufst? Denn wenn man nicht gerade tagtäglich Daten sammelt und die womöglich als Auskunft Teil verkauft, greift auch die Ausnahme nicht, dass man das Verzeichnis trotzdem machen muss, wenn man regelmäßig Daten im Prinzip bearbeitet. Und ja, man muss sich da jetzt auch keine Angst machen. Im Internet gibt es zahlreiche Beispiele, wie so ein Verfahrensverzeichnis aussehen kann, von den großen Konzernen insbesondere. Da kann man sich ruhig mal Anleihen von nehmen. Ist jedenfalls kein Hexenwerk. Die Datenschutzfolgeabschätzung hatte ich schon erwähnt. Die ist vorab zu erstellen bei einem Risiko für die Betroffenen, zum Beispiel bei Einsatz neuer Technologien. Ich entwerfe was völlig Neues und diese sammelt halt unkoordiniert Daten oder ich erfinde Anwendungen, die Profiling machen, die dann für eine automatisierte Entscheidung sorgen. Das heißt, im Hintergrund wird einfach mal automatisiert eine Bonitätsprüfung vorgenommen und dann wird entschieden. Das heißt, wenn ich so etwas vorhabe, muss ich vorab eine Folgenabschätzung machen, eine Analyse also, was das für die Betroffenen bedeutet, was es bedeuten würde, falls da mal ein Datenleck passiert. Und wenn das Risiko hoch ist, muss man sich auch vorher mit der Datenschutzbehörde abstimmen und die muss ihr Go geben, bevor man dann diese Anwendung zum Laufen bringen kann. Der Mindestinhalt ist dann in Paragraph 35 Absatz 7 in der DSGVO enthalten. Wer sich das mal gerne anschauen möchte, kann sich da mal was zum Inhalt anschauen. Dann kommen wir zur Pflicht zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten. Diese liegt immer dann vor, wenn die Datenverarbeitung die Kerntätigkeit ist. Das heißt, wenn ich im Prinzip mit Daten mein Geld verdiene, muss ich definitiv immer einen Datenschutzbeauftragten haben. Oder aber ich bearbeite sensible Daten, das gilt insbesondere für Ärzte, Apotheken etc., die müssen auch für einen Datenschutzbeauftragten sorgen. Wenn diese beiden Fälle bei euch nicht zutreffen, dann, wenn in der Regel 10 Personen, die ständig mit der Datenverarbeitung beschäftigt sind, wenn ich die habe, Entschuldigung, muss ich auch einen Datenschutzbeauftragten bestellen. Und wichtig ist, nicht Arbeitnehmer, sondern es können auch Freelancer sein, die zu mir reinkommen. Die müssen nicht bei mir eingestellt sein, sondern ich habe 10 Personen, die ich regelmäßig bei mir einsetze. Die haben Zugriff auf die Daten, also bin ich verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten zu beauftragen. Und dann die Meldepflicht, falls es mal zu einer Datenverletzung kommt, innerhalb von 72 Stunden. Bitte beachten, ansonsten muss man lange, lange Briefe schreiben, warum man es nicht geschafft hat, in 72 Stunden Stellung zu nehmen. Und zwar muss man sich da an die Aufsichtsbehörde wenden, denen muss man auch eine Dokumentation vorlegen, was passiert ist, welche Daten dadurch preisgegeben wurden, wo möglicherweise die Daten gelangt sind. Und wenn dabei halt auch noch ein Risiko für die Betroffenen besteht, sei es, dass die Kreditkartendaten sind oder die private Anschrift, muss man halt auch die Betroffenen darauf hinweisen, Achtung, Achtung, bei mir war ein Hackerangriff, beziehungsweise ich wurde geleakt und dabei sind dein Name, deine Kontodaten, deine Telefonnummer etc. weiter gelangt. Genau. Gut. Nächster Punkt, Auftragsverarbeitung. Regelmäßig ist es so, dass man in dem Betrieb nicht nur im Prinzip mit On-Premise-Software arbeitet, sondern auf der Homepage, in den internen PCs, kleine Helferlein einbaut, wie CRM-Systeme, wie WUFO, wie Mailchimp etc. Das sind alles Cloud-Dienste beziehungsweise Unterauftragnehmer oder Drittparteien, die ich beauftrage. Wann immer ich sozusagen eine dritte Partei einschalte, die Daten von meinen Kunden, von meinen Mitarbeitern bekommen können, muss ich, bevor ich das Ganze mache, einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit diesen Unternehmen abschließen. Der Vertrag regelt unter anderem, dass der Auftragsverarbeiter die DSGVO einhält, dass er auch selber adäquate technische und organisatorische Maßnahmen ergreift, die sogenannten TOMs.
und dass er nur die Bearbeitung vornimmt nach Weisungen von mir als Verantwortlichen. Daneben muss ich da auch sicherstellen, dass ich da Auditrichter habe, das heißt, dass ich da reinschreibe, hey, ich bin jederzeit befugt, nach einer gehörigen Voranmeldung bei dir vorbeizukommen und zu prüfen, ob das, was hier in dem Vertrag steht, auch eingehalten wird. Ich habe dazu auch die Pflicht, meinen Auftragsverarbeiter regelmäßig zu überprüfen. Und wichtig ist auch, falls ihr solche AVVs habt, schreibt euch da immer Freistellung von Schadensersatzansprüchen bei Datenschutzverstößen des Auftragnehmers rein, falls er sich nicht dran hält, nicht, dass ihr im Prinzip mit den ganzen Kosten belastet bleibt. Und die DSGVO ist da jetzt auch ein bisschen moderner gegangen. Auch ist es jetzt möglich, den Auftragsverarbeitungsvertrag online abzuschließen. Das kann man zum Beispiel auch mit Google machen. Google war unter dem aktuellen Stand, musste man zwei ausgedruckte Formulare für Google Analytics nach Irland schicken und Google hat dann eine Unterschrift zurückgesandt. Mittlerweile geht das alles auch online. Das heißt, ihr werdet bei vielen großen Anbietern ein AVV schon online abschließen können. Ihr habt aber auch selber die Möglichkeit, eure AVVs online zu stellen für eure Auftrag, für eure dritten Leute, die ihr einsetzt. Und dann zuvorletzt nochmal etwas zu dem Grundsatz für die Übermittlung von Daten in Drittstaaten außerhalb der EU, weil oft ist es so, dass man viele Applications benutzt, die halt im Ausland sitzen, insbesondere in den USA. Und da muss man halt auch ein paar Voraussetzungen beachten. Denn es gilt der Grundsatz, hat das Drittland kein gleichwertiges Schutzniveau wie das EU, dann ist es grundsätzlich verboten, Daten in dieses Drittland zu übertragen. Eine Ausnahme besteht dann nur, wenn zwischen der EU und dem Drittland ein Abkommen besteht, zum Beispiel jetzt hier mit der USA besteht das EU-US Privacy Shield. Und falls so ein Abkommen nicht bestehen sollte, müsste man zumindest sogenannte Standardvertragsklauseln, die die EU entworfen hat und die man sich bei der Homepage von der EU-Kommission runterladen kann, mit seinen Verarbeiter im Drittland im Prinzip abschließen. Große Unternehmen bieten im Prinzip auch die Standardvertragsklauseln schon online an. Auch die kann man auch online abschließen. Unter anderem bei Google habe ich das gesehen. Und falls nicht, müsstet ihr das Ganze im Prinzip zu euren kleinen Anbieter aus Amerika oder wenn er in Japan oder Indien sitzt, müsstet ihr dem das zuschicken und er müsste es unterschreiben. Wichtig ist aber auch, dass ihr dann den regelmäßig kontrolliert. Das heißt, diese Standardvertragsklauseln sollten nicht eine Absichtserklärung sein, sondern ihr müsst dafür haften, wenn derjenige sich nicht an diese Klauseln hält, die in den Standardvertragsklauseln der EU drin stehen. Und daneben natürlich die grundsätzlichen Pflichten wie Information des Betroffenen und dessen Einwilligung oder falls die Daten wirklich zur Vertragsdurchführung erforderlich sind, falls man zum Beispiel die Kreditkartendaten nach Amerika übermitteln muss, weil er dort ein Hotel gebucht hat. Die vorher erwähnten Sachen muss man dann zusätzlich noch einhalten. Und das neue Bundesdatenschutzgesetz, was aufgrund einer Öffnungsklausel erlassen werden durfte, sieht halt auch noch die Pflicht vor, dass man die Unternehmen, in denen man in Drittstaaten die Daten weitergibt, dass man die laufend überwachen muss und im Einzelfall einschreiten muss. Sprich, wenn ich in Zeitungen oder im Internet Kenntnis davon erlange, dass mein Unternehmen, was ich ausgesucht habe, die Daten leakt, dann sofort die Datenübermittlung einstellen. Ansonsten bin ich in der Datenverstoß drin. Und dann kommen wir schließlich zu den Sanktionen. Die maximale Höhe kennen Sie schon, da muss ich Ihnen nichts zu sagen. Wichtig ist auch, dass falls Sie selber Auftragsverarbeiter sind, weil Sie Daten im Auftrag eines Auftraggebers verarbeiten, auch Sie können davon mit Sanktionen getroffen werden. Die DSGVO enthält wie das bisherige Datenschutzgesetz auch Rechtsbehelfe für Beschwerden bei der Aufsichtsbehörde seitens der Betroffenen oder aber halt gerichtliche Rechtsbehelfe für die Betroffenen, wie aber auch für die Verarbeiter oder Auftragsverarbeiter. Neu ist auch, dass die Betroffenen jetzt durch die DSGVO einen Schadensersatzanspruch direkt haben. Das heißt, die können in diesem Fall auf euch zukommen und sagen, hey, du hast nicht meine Einwilligung und ein berechtigtes Interesse, nee, das erkenne ich bei dir auch nicht an, ich hätte jetzt gerne Schadensersatz. Da muss die Praxis jetzt noch zeigen, wie hoch die Schadensersatzhöhe sein wird. Bei einer Ohrfeige bewegt sich es je nach Gerichtsstandort zwischen 300 und 800 Euro. Ich weiß nicht, wie viel es dann sein wird, wenn ich missbräuchlich seinen Namen benutzt habe und seine E-Mail könnte in den niedrigeren Rängen sein. Umgekehrt, wenn ich was zu seiner Gewerkschaftszugehörigkeit, Sexualität, Alter, was weiß ich, noch tiefergehende sensible Daten verwende, könnte es auch schneller mal die Tausendergrenze überschreiten, nehme ich an. Das muss man im Einzelnen aber sehen, wie die Praxis sich dort entwickeln wird. Gut, dann war es das meinerseits.
Ich bedanke mich und stehe für Fragen zur Verfügung. Micky, vielen Dank, aber wie war nochmal der Teil in der Mitte? Der mit den Daten. Nee, es war super, sehr kurzweilig, flott. Und das Wunderbare daran, es war kein Juristendeutsch. Mhm. Also zumindest habe sogar ich was verstanden. Und das will bei dieser Sprache, also bei der Juristensprache, was heißen. Ja, ja. Das ist, also ich halte ja regelmäßig Vorträge und mir ist immer wichtig, dass ich da nicht Paragraphen auf die Folien klatsche und schwierige Begriffe verwende, sondern dass der Laie halt möglichst viel mitnimmt. Super. Vicky, könnt ihr...